Hallo meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute eine ganz, ganz andere Kaufempfehlung von mir. Ich habe noch nie über so ein Thema ein Video gemacht, deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Aber heute wird es um Bücher gehen. Ich habe viele nicht verstanden, dass sie Videos über Bücher machen, aber ich muss ehrlich sagen, bei diesen Büchern muss ich wirklich eine Ausnahme machen und muss ich die einfach sowas von empfehlen, weil die so toll sind. Also ich habe wirklich eine Zeit lang wirklich viel gelesen und ich habe ja diese ganzen Twilight-Bücher gelesen und gerade Stephenie Meyer fand ich hat halt wirklich so einen richtig tollen Schreibstil und ich habe wirklich andere Bücher gelesen und war immer unzufrieden, weil mir der Schreibstil einfach nie gefallen hat. Und dann hat mir meine Schwester ein Buch empfohlen und ich habe das Buch gelesen und war da wirklich auch schnell durch, weil ich es so interessant fand. Hab dann, ja, war dann so ein bisschen enttäuscht, als ich dann zu Ende war und es hat mich einfach so voll mitgenommen, die Geschichte und alles. Und dann habe ich erst jetzt vor kurzem erfahren, dass es da noch einige weitere Bücher aus der Reihe gibt. Ich habe dann gedacht, okay, du hast so oder so gerade zur Zeit nicht so viel Geld. Ich bestelle mir die jetzt nicht und war dann mit meiner besten Freundin im E-Center und habe dann gesehen, dass die den anderen Teil, also es gibt fünf Teile so gesagt von dieser Reihe, dass sie den im Angebot für 3,49 € hatten. Und dann musste ich mir unbedingt mitnehmen. Im Endeffekt habe ich dann erfahren, dass ich den ersten Teil da gelesen habe. Ich löse es jetzt einfach mal aus. Es ist der Erdbeerpflücker von Monica Pfeff. Und es ist eben ein Thrillerbuch. Und den habe ich, wie gesagt, durchgelesen gehabt als erstes. Und ich habe mir jetzt leider im E-Center den letzten Teil mitgenommen. Also es gab auch keine anderen Teile dort, sondern nur diesen Teil. Und deswegen habe ich mir diesen Teil auch mitgenommen, weil ich einfach unbedingt einen weiteren Teil lesen wollte. Das ist aber nicht so schlimm, wenn ihr die Bücher durcheinander lest. Also ihr müsst jetzt nicht den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften lesen. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch erst den ersten gelesen und dann den fünften. Okay, es kamen manche Sachen vor, die in vorherigen Teilen dann waren, aber die habe ich dann einfach übersprungen, weil ich wollte ja noch nichts wissen. Aber sonst ist es einfach so, ihr müsst eigentlich nur das erste Buch lesen, weil da fängt die ganze Geschichte ja an. Und ich werde euch jetzt ein bisschen einfach mal drüber erzählen. Ich werde nicht viel drüber erzählen, sodass ihr das Buch auch auf jeden Fall noch lesen könnt. Ich werde euch jetzt nicht hier das Ende oder so verraten. Das finde ich nämlich immer Quatsch bei so Videos, weil dann könnt ihr die Bücher nicht mehr lesen, weil das ist ja das Interessante. Ihr wisst ja nicht, wie es endet. Und wenn ich euch das dann erzählen würde, wäre das ja Quatsch. Also in der Erdbeerpflücker geht es eigentlich ganz einfach um drei Mädels, die Jette, die Caro und die Merle. Und die haben eine WG und wohnen da eben zusammen und die Caro wird ermordet. Und Jette ist so eine, die ist so ein bisschen so voll, ja, die muss sich immer überall einmischen und alles und nimmt es total mit und spielt immer so ein bisschen Detektiv. Und die sucht dann eben den Mörder von der Caro. Genau. Im Endeffekt ist es dann so, ich muss mal gucken, was hinten drauf steht. Ja, genau. Hier steht es noch drauf. Ich lese euch einfach mal vor. Er nähert sich Jette als Freund und sie verliebt sich in ihn, ohne zu ahnen, mit wem sie es in Wahrheit zu tun hat. Genau. Also das Buch ist sau spannend und ich habe es wirklich an 2 Tagen durchgelesen. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll und deswegen kann ich es euch nur empfehlen. Schaut es euch wirklich mal an in der Bücherei, wenn ihr in der Bücherei seid, guckt es euch an. Das wird auch nicht so teuer sein. Also ich denke nicht, dass ihr mehr als 10 € dafür bezahlen werdet. Also der Erdbeerpflücker von Monica Pfeff kann ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen. Wie gesagt, ich bin auch keine Leseratte oder so, aber dieses Buch, glaubt mir, müsst ihr unbedingt lesen. Dann kommen wir jetzt zum letzten Teil, zu der Sommerfänger. Der ist um einiges dicker, glaube ich, wie der Erdbeerpflücker. Ja, hier, der hat 445 Seiten und der ist um die 340, also um die 100 Seiten mehr hat dieser hier. Wie gesagt, es geht immer um die Jette, in allen Teilen eigentlich. Und in diesem geht es auch wieder darum, dass die Jette sich ja in eben einen Menschen verliebt und der dann irgendwie spurlos verschwindet. Also, und sie recherchiert dann natürlich wieder nach ihm und versucht ihn zu finden und so weiter und begibt sich dann natürlich wieder in große Gefahren. Ich finde es schön, dass die Charaktere immer beibehalten werden. Es kommen neue Charaktere dazu. Also, was heißt neue Charaktere dazu? Also, ihr erfahrt mehr über die Charaktere, die im ersten Teil genannt werden. Also, ich
finde es überhaupt nicht kompliziert, weil meistens ist es bei mir bei Namen so, dass ich dann total verwirrt bin und dann überhaupt nichts mehr weiß, wie bei Harry Potter. Konnte ich nicht lesen, weil nach der dritten Seite kamen schon bestimmt 50 Namen vor und ich habe nichts mehr kapiert. Deswegen, das ist nicht so in den Büchern. Das finde ich sehr gut, der Schreibstil ist super gut. Es ist ein bisschen gruselig, es ist ein bisschen es ist spannend, es ist aber nicht so übelst blutrünstig oder so. Also es gibt schon so Teile, weil es geht ja meistens um Morde. Da erklären sich schon, wie derjenige ermordet wurde. Aber es ist nicht so schlimm, dass ich jetzt sagen würde, wenn ihr 15, 16 seid, könnt ihr das Buch nicht lesen. Also das ist auf jeden Fall nicht so. Genau, das wollte ich euch einfach nur mal ins Herz legen. Ich weiß jetzt nicht, was ich weiter darüber erzählen soll. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Büchern habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich beantworte es euch wirklich gerne. Und ich als Nicht-Leseratte empfehle euch die Bücher hier. Also ihr könnt wirklich auf mein Wort hören, da müssen die Bücher wirklich gut sein. Und ich will alle drei Teile auch noch durchlesen. Und sie hat auch nochmal, also Monika Pfeff hat noch andere Teile mit einer Romy, habe ich jetzt mich informiert, die auch so ein bisschen Thriller-mäßig sind. Die will ich mir wahrscheinlich auch noch holen. Also ihr Schreibstil gefällt mir einfach super gut und deswegen, wenn ich mal eine Autorin gefunden habe, die wirklich so schreibt, wie ich das mag, dann lese ich auch wirklich fast alle ihre Bücher. Natürlich nicht, wenn sie mich nicht interessieren, aber die Geschichten, die sie hier bei dem Erdbeerpflücker bei der Reihe hat, gefallen mir wirklich gut. Genau, in den anderen Teilen weiß ich nicht recht, um was es geht. Also in dem vierten Teil hat mir mal zwar eine beste Freundin dagelassen. Da geht es irgendwie darum, dass von Jette ihr die Mutter irgendwie bedroht wird. Aber im zweiten und dritten Teil habe ich keine Ahnung, um was es geht. Deswegen, ich bekomme die bald geschenkt, weil ich hatte ja Geburtstag. Und die bekomme ich jetzt bald geschenkt und da freue ich mich schon riesig drauf, die zu lesen. Und muss es echt, ja, ich muss mich echt beherrschen, den vierten Teil nicht zu lesen, weil ich will jetzt schon den zweiten, dritten und dann den vierten lesen. Aber ich muss mich echt beherrschen, es nicht schon vorher zu tun, weil die Bücher wirklich so gut sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr so Büchervideos sehen wollt oder über Computerspiele oder über DVDs, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Da kann ich euch nämlich wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen empfehlen. Weil ich bin ja so ein Mensch, mein Freund und ich, wir gucken sehr viele Serien und Filme und zocken auch gerne mal auf der Xbox oder auf dem PC. Deswegen, wenn euch so Themen interessieren, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Dann mache ich da auch mal ein bisschen mehr Videos drüber und kann euch da ein paar Geheimtipps geben, wo ich wirklich sagen muss, ihr werdet echt ja, euch freuen über die Filme, die ich euch empfehle oder über die Serien und so weiter. Genau, das war es jetzt wieder von mir. Und ja, ich sehe wie gesagt immer noch gleich aus, weil ich ein paar Videos vordrehe. Und dann hoffe ich, hat das Video euch gefallen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!